Teilweise EM-Rente. So hoch ist der maximal anrechnungsfreie Hinzuverdienst ab dem Jahr 2025. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, wir haben es ja Anfang September 2024 schon in einem Video mal dargestellt, dass sich aller Voraussicht nach im Jahr 2025 die Hinzuverdienstgrenzen bei Renten wegen Erwerbsminderung ändern werden. Grund dafür ist, dass die monatliche Bezugsgröße im Jahr 2025 auf 3.745 Euro steigen wird. Und wir hatten Ihnen ja auch in diesem Video damals mitgeteilt oder gesagt, dass wir seit 2023 eine Rechtsänderung haben im Recht der Hinzuverdienstgrenzen bei Erwerbsminderung. Diese Hinzuverdienstgrenzen sind dynamisiert worden. Dynamisiert heißt, steigt die Bezugsgröße am Anfang eines jeden Jahres, so steigt auch diese Hinzuverdienstgrenzen bei Renten wegen Erwerbsminderung an. Das liegt ganz einfach daran, dass in § 96a Absatz 1c Sozialgesetzbuch Nr. 6 die Berechnung der Hinzuverdienstgrenzen an die Höhe der monatlichen Bezugsgröße angekoppelt sind. Ja, also und deshalb, meine Damen und Herren, hier nochmal dieses Video, was auch auf Kundennachfrage nochmal von mir dargestellt wird, wie sich die Hinzuverdienstgrenzen bei teilweiser Erwerbsminderungsrente ab Januar 2025 entwickeln werden. Ich muss aber dazu sagen, ich muss es mal noch mit einem kleinen Sternchen versehen, die ganze Geschichte, denn Sie haben ja auch mitbekommen, davon haben wir auch schon berichtet, dass der Bundesfinanzminister Lindner ein Riesenproblem mit dem Referentenentwurf der sogenannten Sozialversicherungsrechengrößenverordnung hat. Dieser Referentenentwurf ist durch den Bundesminister für Arbeit und Soziales, Hubertus Heil, auf den Weg gebracht worden und wird jetzt erst einmal in der Bundesregierung diskutiert. Und es geht um die sogenannten Beitragsbemessungsgrenzen. Und da sagt der Bundesfinanzminister, die sind viel zu hoch. Damit würden ja die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland deutlich mehr mit Beiträgen belastet werden. Und das sei mit der FDP einfach nicht zu machen. Also es ist eine ganz spannende Zeit. Und deswegen bitte noch mit einem kleinen Fragezeichen zu versehen, ob die Hinzuverdienstgrenzen im Januar 2025 bei Renten wegen Erwerbsminderung dann tatsächlich wirklich so ausfallen, wie wir bekannt gegeben haben, können wir aktuell noch nicht sagen. Aber wir gehen mal davon aus, dass das dann hoffentlich auch so kommen wird. Ja, die neue Hinzuverdienstgrenze bei teilweise Erwerbsminderungsrente, die steigt dann im Januar 2025 auf sage und schreibe 39.322,50 Euro an. Ich habe dazu einen entsprechenden Beitrag gemacht. Dann können Sie auch noch mal dort sehen, in dem Beitrag, den verlinke ich auch in diesem Video, wie ich das berechnet habe. Die Berechnungsformel, die habe ich mir nicht ausgedacht, sondern die habe ich tatsächlich aus dem Paragraph 96a Absatz 1c SGB 6 herausgenommen. Die neuen Hinzuverdienstgrenzen sind nicht in der SV-Rechenwertverordnung enthalten, sondern ich leite praktisch die Erhöhung daraus ab, dass die Bezugsgröße sich ja ab Januar 2025 auch nach oben bewegen wird. Diese 39.322,50 Euro sind die Mindesthinzuverdienstgrenze. Das heißt also, diese Hinzuverdienstgrenze gilt für alle Rentnerinnen und Rentner, die eine Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung hier in Deutschland erhalten. Die können anrechnungsfrei bis zu 39.322,50 Euro Bruttojahreseinkommen neben der Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung dazu verdienen. Und wir haben noch eine zweite Hinzuverdienstgrenze in diesem Segment, und die hängt dann davon ab, wie viel Sie in den letzten 15 Jahren vor Beginn oder vor dem Leistungsfall, dem Eintritt der teilweisen Erwerbsminderung verdient haben. Wenn Sie da recht gut verdient haben sollten, kann es sein, dass Sie eine deutlich höhere Hinzuverdienstgrenze haben als diese Mindesthinzuverdienstgrenze. Also Sie merken sich bitte noch einmal, im Rahmen der teilweisen Erwerbsminderungsrente haben wir es mit zwei Hinzuverdienstgrenzen zu tun. Als allererstes mit
der individuell zu berechnenden Hinzuverdienstgrenze. Ist diese niedriger als die im Gesetz vorgesehene Mindestgrenze, dann gilt grundsätzlich für Sie auf jeden Fall diese Mindestgrenze 39.322,50 €. Bitte machen Sie keinen Fehler und berechnen Sie jetzt diese Hinzuverdienstgrenze auf 12 Monate runter. So nach dem Motto, Sie hätten monatlich dann einen maximalen Hinzuverdienst von 39.322,50 € geteilt durch 12. Das ist rechtlich so nicht vorgesehen. Die Hinzuverdienstgrenze bei der Rente wegen Erwerbsminderung ist grundsätzlich immer jährlich zu betrachten und ist eine Jahreseinkommensgrenze. Liegen Sie mit Ihrem Einkommen ab Beginn Ihrer Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung über diesen 39.322,50 €, so wird das, was über dieser Grenze liegt, an Einkommen zu 40%, dann wiederum monatlich verteilt auf Ihre EM-Rente angerechnet. So ist die Rechtslage, meine Damen und Herren, und so wird es aller Voraussicht nach 2025 kommen. Sollte es Änderungen in der Bezugsgröße ab 2025 geben, die also durch Intervention des Herrn Lindners nach unten gesenkt werden, dann gibt es natürlich hier auch eine Änderung der Hinzuverdienstgrenzen. Wir werden dann von diesem Vorgang sicherlich auch zeitnah berichten. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.